Hi zusammen, wir wollen euch hier heute mal kurz das Asus ZenBook Prime, um genau zu sein, das UX31A vorstellen. Wir haben uns jetzt hier mal die kleinste Version genommen mit Core i5 und 128 GB SSD, also die günstigste Version in dem Sinne. Und ja, möchten uns einfach mal kurz zeigen, was so alles dabei ist und wie das Notebook so hat, den ersten Eindruck vom Notebook festhalten. Fangen wir erstmal wie immer mit dem Zubehör an. Wir haben hier einmal das Netzteil, erinnert ein bisschen an ein MacBook-Netzteil oder an ein MacBook Air-Netzteil von Apple. Wobei, schönes Detail ist hier immer der Klettverschluss. Also ich mag sowas, damit man es ordentlich verstauen kann und hat dann nicht immer das Kabel irgendwie wild rumfliegen. Wir haben eine kleine Tasche für die Adapter, man kommt hier ohne Adapter nicht aus. Zum Beispiel, wenn man einen VGA-Anschluss braucht, ist jetzt hier in dem Fall nur über Adapter möglich. Es ist so ein bisschen hier wie ein Micro-USB-Anschluss von der Größe her und ja, einfach für Beamer zum Beispiel braucht man ja immer mal. Als zweites haben wir noch einen LAN-Adapter, also sprich von USB auf LAN, weil eben sonst am Notebook auch kein Netzwerkadapter, der hat einfach nicht rangepasst, aber einfach zu groß ist hier der Anschluss. Und die Tasche ist halt schön zur Aufbewahrung, hat man jetzt immer alles zur Hand. Dann haben wir hier noch mit drin gleich eine Transporttasche für das Notebook, also eine Schutzhülle gleich hier drin, war das irgendwie ein Vlies, damit es auch keine Kratzer bekommt. Und auch nette Beigabe dabei. Und letztlich hier noch die Garantieunterlagen und ein kurzes Handbuch haben wir hier noch. Hier Garantiekarte, Handbuch und noch ein Kabelbinder. Für welches Kabel genau, wissen wir noch nicht, weil es ist ja letztendlich alles an den Kabeln dran, aber wird sich bestimmt was finden. So, kommen wir zum Notebook einmal selbst. Und zwar, wie schon gesagt, es ist dieses ZenBook Prime, also sprich die Ultrabook-Serie von Asus, besonders leicht, besonders dünn und halt komplett Metallgehäuse hier. Erstmal zu den Anschlüssen, ist recht überschaubar, sprich wir haben hier einmal USB 3.0, einmal einen Combo-Anschluss für Headset, Kopfhörer, Mikrofon, je nachdem, was man halt eben gerade anschließen möchte. Einmal einen SD-Karten-Slot für MMC-Karten, SD-Karten und so weiter. Dann Vorderseite haben wir nichts, also keinen Anschluss dran oder keine Status-LEDs, wirklich gar nichts. Auf der anderen Seite hier noch ein zweiter USB 3.0-Port. Dann haben wir einmal den Stromanschluss, VGA-Anschluss, also sprich das ist dieser Micro-VGA, wo man dann eben den Adapter ansteckt und noch ein Micro-HDMI, sprich braucht man gegebenenfalls auch einen Adapter oder eben ein Micro-HDMI auf HDMI-Kabel. Auf der Rückseite auch wie vorne keine weiteren Anschlüsse. Es hat hier nur einmal das riesige Scharnier, also es geht ja einfach wirklich fast komplett über die ganze Breite. Was mich persönlich ein bisschen wundert, dass hier Kunststoff die Abdeckung ist, welche Gründe sie auch immer dafür hatten. Dann haben wir hier die Lufteinlässe, also sprich hier saugt das Notebook dann die Frischluft an für die Kühlung. Ansonsten auch wieder alles komplett verschlossen, sprich Aufrüstung ist nicht möglich, beziehungsweise es ist nicht gewünscht, sagen wir so, dass hier ein Kunde selbst rangeht. Ja, ansonsten hier haben wir noch die Lautsprecher, also schön in die Seite einfach eingelassen hier, also einmal links, einmal rechts. Ja. Ansonsten die Oberseite, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, das ist ja dieses Kreismuster, also dieses gebürstete Alu, aber eben kreisförmig alles gemacht, wie es da bei der ZenBook-Serie oder bei der Prime-Serie generell ist bei Asus. Also die Tablets haben ja auch die gleiche Oberfläche. So, schön finde ich, dass man es mit einer Hand öffnen kann, also ohne dass hier die Base-Unit mitkommt. Und das Instant-On ist natürlich schon eine ziemlich geile Sache. Also sprich, das Notebook ist die ganze Zeit im Tiefschlaf, so gesehen, ist aber sofort einsatzbereit, wenn ihr es aufklappt. Also wir hatten es hier 2 Tage stehen mit den Akku vollgeladen, 2 Tage stehen gehabt und danach hatten wir immer noch 98% Akku. Das ist schon ziemlich cool. Zum Inneren einmal, wir haben hier eine riesige Handballenauflage, auch wieder natürlich alles Aluminium hier. Also das komplette Innere auch komplett alles aus Metall gefertigt. Dann haben wir ein riesiges Touchpad. Also hier passen wirklich, kann man mit 2 Fingern, mit 3 Fingern Gesten machen. Ist alles überhaupt kein Problem von der Größe her. Eingelassene Tasten hier, die beiden Maustasten. Also damit hier keine störende Linie mehr dazwischen ist.
Ansonsten die Tastatur, ganz stinknormale Chiclet-Tastatur. Ja, nur mit halt der Besonderheit, dass wir hier eine Hintergrundbeleuchtung auch haben. Na, die kann man entweder manuell regeln, man kann sie aber auch automatisch einstellen lassen über einen Helligkeitssensor. Das ist auch ein schönes Detail letztendlich. Dann haben wir natürlich das Display und den Displayrahmen. Beides in dem Fall matt. Ja, finde ich auch sehr schön, dass hier halt wirklich dann endlich mal ein portables Notebook auch mit einem matten Display kommt. Also sprich, man hat hier nur ganz minimale Spiegelungen. Ich hoffe, man erkennt es auf dem Video. Aber es ist immer noch so von der Helligkeit her, dass es einfach ausreicht, selbst in heller Umgebung, dass man da immer noch ordentlich was erkennen kann. Und um es kurz zu machen, das Display hat wirklich durch die Full-HD-Auflösung, durch das IPS-Panel, wir haben einen riesigen Blickwinkel. Also wenn ich das mal so seitlich drehe, nur durch einen riesigen Blickwinkel auf das Display, ohne dass der groß Farben invertieren, ohne dass es irgendwie dunkel wird oder ähnliches. Und man sieht dann auch keine einzelnen Pixel oder irgendwas. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr schönes Display. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen in dem Notebook. Ansonsten, ja, was wir hier noch vorinstalliert haben, sind diverse Asus-Tools. Hier immer die beiden wichtigsten Tools, die man eigentlich hat. Einmal, wie viel Standby noch bleibt. 30 Tage ist schon ziemlich krass. Wir haben hier einmal die Energieeinstellung, dieses Asus Overdrive oder Powerdrive oder wie das heißt. Da kann man eben Battery Saving, Büro, Hochleistung und so weiter einstellen. Macht er im Normalfall auch automatisch, je nachdem was ihr gerade benutzt, stellt er sich auch automatisch darauf ein. Also jetzt ist er im Batteriesparmodus, weil wir eben gar nichts machen. Ja, ansonsten, hier oben haben wir noch wie gewohnt unsere Webcam. Wir haben noch ein Stereo-Mikrofon. Also sprich hier zwei Mikrofone letztendlich drin. Und ja, es gibt ja bei den, um mal von den rein technischen Details wegzukommen, es gibt ja bei den Ultrabooks momentan eine sehr große Diskussion über die verbauten SSDs. Na, sprich, es wurden anfangs zwei verschiedene Typen eingebaut, einmal ADATA und einmal SanDisk. Soweit es im Test rausgekommen ist, haben wir bei den ADATA eine deutlich höhere Performance oder hatten die eine deutlich höhere Performance als die SanDisks und mittlerweile sind fast überall SanDisk-SSDs drin. Erkennt ihr auch sehr leicht. Also wir haben hier auf dem Karton, ganz einfach, ne, wir haben ja auch ein SanDisk-Modell, also das, was momentan größtenteils wirklich nur noch verfügbar ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Performance hier anschaue, die Bootzeiten und auch wie schnell das wirklich dann aus dem Sleep wieder rauskommt, also ich wüsste nicht, was da noch schneller gehen soll, außer in den Benchmarks ein bisschen bessere Werte zu bekommen. Ein zweites Detail, was mich persönlich ein bisschen stört, also ich meine, ist natürlich immer eine Geschmackssache, ist, wir haben hier beim Display, das hat ein bisschen Spiel einfach. Ne? Also ohne hier jetzt wirklich Kraft aufzuwenden, kannst du einmal kurz versuchen, wenn ich es jetzt so halte. Ja, also es klappt auf. Ist kein Problem, solange man die beiliegende Tasche benutzt, weil da wird es von der Tasche halt zugehalten. Aber wenn man es jetzt wirklich einfach nur in einer Aktentasche transportieren will, ohne Schutzhülle oder in einem Rucksack oder ähnliches, ist halt einfach die Gefahr da, dass hier irgendwie was zwischenfällt, irgendwie, sei es ein Kiesel, sei es ein Stift oder irgendwas und sich ins Display drückt und dann hattet ihr mal ein schönes Zenbook, weil danach ist es im Eimer. Aber ist natürlich immer ein bisschen Geschmacksfrage oder Geschmackssache, ob es einen stört oder nicht. Ja, ansonsten wirklich dieses Display-Bleeding oder Backlight-Bleeding, was viele immer erwähnen, haben wir hier wirklich auch bei dem Modell wirklich nur ganz, ganz schwach ausgeprägt. Also man sieht es beim Windows-Boot-Up, sieht man hier unten ganz, ganz leicht, dass es da ein bisschen durchscheint. Ja, aber jetzt hier im normalen Betrieb, auch wenn ich jetzt hier die Helligkeit mal hochschraube, Moment, wo haben wir es? Hier haben wir es. Wenn ich die Helligkeit mal auf Maximum setze, dann sieht man hier im normalen Betrieb sieht man gar nichts. Also ich weiß nicht, wie es auf dem Video rüberkommt, aber ich sehe wirklich überhaupt keinen Durchschein, kein Durchleuchten der Hintergrundbeleuchtung. Also es ist dann wirklich Meckern auf hohem Niveau schon fast, weil wenn es so überhaupt nicht auffällt, wen stört es dann noch groß. Ja, soviel zum Zenbook Prime von Asus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.